Passing ist auch wieder mal so ein spannender Filmtitel. Ich weiß es nicht. Das, was ihr jetzt hier auf YouTube schaut, ist natürlich zu einem gewissen Grad The Passing of Time. Allerdings kann man auch sagen, was nicht passt, wird Passing gemacht. Ich weiß es nicht, worum es in diesem laut OFDB Amateur-Drama Horror-Krieg-Mystery-Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1984 passiert. Stellen wir nur einmal ganz sicher, dass wir es hier mit dem richtigen Titel zu tun haben. Ja, haben wir. Und damit können wir mal da einen Blick drauf werfen. Okay, also wenn das jetzt nicht die OFDB behauptet hätte, wäre mir gar nicht aufgefallen, dass das vielleicht kein High-Budget Blockbuster aus den amerikanischen Lichtspielhäusern ist. Übrigens, einer von diesen Filmen, der hierzulande bislang noch überhaupt nicht verfolgt wurde. Gut, finde ich auch ein bisschen seltsam, dass eine offensichtlich amputierte Flugzeugturbine den Leuten hier eine Art Urinstrahl oder Chemtrails ins... So schaut das aus! Das ist die Flugzeugturbine und aus der Mitte von der Flugzeugturbine kommen direkt diese 5G-Corona-Chemtrails, die uns dann schädigen! Natürlich! Und deswegen... Und da können diese Strahlen nicht durch, wenn ich mir einen Aluhut aufsetze. Super! Dazu vielleicht irgendeine vegane Currypaste ins Gesicht drücken und dann bin ich safe! Wundervoll, wobei gut, dann ist wahrscheinlich wurscht, weil wenn bei dem Scheiß, den manche Leute labern, ist das Gehirn ja offensichtlich schon so verstrahlt genug. Aber egal, wir haben hier natürlich eine wirklich interessante Darstellung von dem, was offensichtlich jetzt Fluggesellschaften im Lockdown machen, weil wenn sonst keine kommt, dann müssen wir halt den Plätzchen machen. Sehr schön finde ich irgendwie da den Titelschriftzug, wie das gemacht wurde. Auch natürlich, dass der Großteil von diesem Schuber-Artwork an sich wieder dieses absolut wundervoll matte hat, das wir von Vinegar Syndrome ja öfter gesehen haben. Und dann auf dem Backcover, ich würde es gern kommentieren, was das ist. Sagen wir so, ihr habt sicher auch schon auf Facebook diese Künstlervideos gesehen von diesem einen Typen, der quasi Farbe in einen Kanister füllt, dann den unten aufsticht und dann an einem Seil hängend einfach über so einer Leinwand herumfliegen lässt. So ähnlich stelle ich mir das vor. Oder natürlich vielleicht auch damals die Unterseite von Bill Clintons Schreibtisch im Oval Office, wenn jemand mit einem UV-Licht dran ging. Ich weiß es nicht, schön finde ich aber, dass einzelne Teile von diesem Design hier auch zu leuchten beginnen, wenn man das Ganze gegen das Licht bewegt. Aber gut, mein Fall ist dieses Design definitiv nicht. Da freut man sich natürlich, dass man dasselbe Zeug dann auch auf dem Wendecover, also auch auf dem eigentlichen Keepcase findet, nur dass man dort halt noch ein bisschen mehr von dem Design sieht und es eigentlich auch farblich fast ein bisschen besser rüberkommt. Das ist eines der wenigen Designs, finde ich fast, die das nicht unbedingt von dem Schubert-Treatment profitiert. Aber super ist natürlich die Tatsache, dass wir auf der Blu-ray auch noch drei Bonus- oder vier Bonusfilme finden. The Water That Is Past, also quasi Urination, the movie. Es gibt Quack, ja, so ein Quack, einmal. Das kann ich mir nicht anschauen, weil einmal ist quasi kein Mal, also der Film wird hier quasi nicht drauf sein. Ernie und Rose, geht's doch scheißen, ihr Gefraßzackel. Jetzt hat er gerade erst mit dem Bird Schluss gemacht und sofort hat der Ernie die nächste. Das ist ja wirklich einfach echt widerlich. Aber wir bekommen dann auf dem Backcover hier noch ein paar Informationen rund um diesen Film, bekommen dann hier im Inneren auch noch zwei verschiedene Artworks, eben einerseits ein alternatives Design auf der DVD, finde ich irgendwie nicht ganz so leiwand, dass da der Filmtitel nicht steht, aber gut, es wird die DVD vielleicht eher selten verwendet, wenn es die Blu-ray gibt, aber trotzdem hätte man den Filmtitel zumindest anbringen können, beziehungsweise hier dieses doch ein bisschen furchteinflößende Cover-Artwork, weil man denkt, ist das ein Baby, das eine Axt hält? Ist, ich glaube, ich sollte mich vielleicht ein bisschen in Sicherheit bringen. Aber ich glaube, ich sollte in dem Fall fast die DVD... Nein, das schaut eher so aus wie das Case zu A Good Woman is Hard to Find von Cape Light. Da ist es mir dann doch tatsächlich lieber, wenn sich das da auf die linke Seite verzieht. Ja, designtechnisch definitiv nicht mein Lieblingsrelease von Vinegar Syndrome, aber wie gesagt, zum Sale-Preis einer, den man sich durchaus gönnen kann.